Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Session, Leute. Jetzt sind wir mit Akt 1, Kapitel 3. Was auch immer es ist sauer. In dem letzten Akt hatten wir ja gesehen, dass wir ziemlich viel Action hatten. Erst haben wir ihre Basis zerstört und dann noch. Und dann wurden wir von diesem Riesenschleifrad verfolgt. Ishii, alles in Ordnung? Ich bin am Leben. Ich wusste nicht, dass meine Arschbacken Knochen haben, die brechen können. Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Ja. Und jetzt geht. Jetzt geht's runter. Und brauchen wir Munition? Keine Ahnung, wie wir das überleben konnten. Irgendeine gute und freundliche Gottheit will wohl, dass wir hier rauskommen. Also, während er noch gesprochen hat, habe ich kurz ein Ladungsupgrade gekauft und sagen wir 4 weitere Ladungen. Und unsere Magazin brauchen wir nicht momentan ersetzen. Ein bisschen schnell mit der Maus. So passt's. Ein Tropfen aus Glück in einem Meer von Pech. Wow. Schaut euch diese Aussicht an. Nee, lass mal diese Einstellung, die ist gut. Oder? Ja, die ist passt. Oh, Ekelalarm. Und das ist die neue Waffe, die ich sagte, die ich so sehr gern habe, die Screamer. Und wieso ich sie so gern habe, werdet ihr gleich sehen, weil die ist richtig gut. Und zack. Hä? Schaut, wir laufen immer noch auf mich. Und One Hit Wonder. Und komm noch mal. Ach komm schon. Steh hoch mit dir. Komm. Komm hoch. Ja, das hat Ishii mir den Kill geklaut. So ein Drecksack. Aber wechseln wir mal lieber noch auf die Peacemaker, da diese noch keine, dass die Screamer noch nicht genügend Schuss hat. Wo, 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 wo? Der Hubschrauber von diesem Penner ist beschädigt. Er kommt runter. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden. Bist du jetzt glücklich? Ja, das Schicksal hat mir ein spektakuläres Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Boom, 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 boom. Erledigt. Boom, deswegen mag ich die so. Da die eine richtig geile Reichweite hat. Für eine Pistole ist das eigentlich, soweit ich weiß, mit der größten Reichweite. Nicht mal ich mit meinem Peacemaker komme hinterher. Wow, so verknallt der Punkt so langsam. Ja, okay. Hier geht's nicht weiter. Vielleicht könnt ihr diese Höhle zu den Klippen. Ja? Ich mag deinen Optimismus. Und weiter geht's. Sieh an, wie riesig das Ding ist. Wenn du fertig bist, die Umgebung zu bewundern. Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. Schön groß die Höhle. Sehr nice. Mit Rutschen ist man immer schneller als selbst mit Rennen. Schaffst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt über meinen eigenen Verstand zu behalten. Hey,
Versuch's mit Witzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. Da, Munitionskisten. Auf zu denen. Und links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ah, links, rechts. Lecker, Knochen. Wow, 18 Schuss. 16 Schuss. Nochmal 14. Ausgezeichnet. Voll ausgerüstet mit der Screamer. Yeah! Ich liebe die Screamer einfach. Scheiße. Was genau sehen wir hier vor uns? Ich würde sagen, ein Nest. Dann hoffen wir mal, dass sich die Mama irgendwo anders verkrochen hat. Der einzige Weg hier raus führt mitten dadurch. Ja, machen wir mal alle kaputt. Scheiß drauf, wem es die gehören, oder? Wir sind ja unerschrockene Helden, wir machen alles kaputt. Oh oh. Sag mir, dass du das warst. Dann würde ich lügen. Scheiße. Wohin geht's? Wohin geht es? Los, los, los. Ach, wir haben noch Zeit. Sorry, es lädt gerade ein bisschen, deswegen nicht so große Action. Und los, 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 los. Boah, wieso machen wir eigentlich so einen Stress hier noch eine Minute? Das schaffen wir locker. Da ist ja schon der Ausgang. Und wir rennen und wir rennen. Eigentlich können wir ganz gemütlich weiterlaufen. Schau, wir. Ishi rennt schon. Aber wir sind fast genauso schnell wie er. Wow. Oh scheiße, er muss das Teil ja noch reparieren. Scheiße, das habe ich total vergessen. Okay, er hat es geschafft. Verwenden. Ah. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Schaut euch nur das Monster an. Schön. Akt 2, Kapitel 1. Eine Maid in Bedrängnis. Also, das da oben, das ist auch ein weiterer Hauptcharakter. Den werdet ihr aber ja später noch kennenlernen. Drücke und halte während der Bewegung Leertaste, um zu sprinten. Haben wir schon öfters benutzt. Also, machen wir, legen wir gleich mal weiter. Ist schon okay. Lass es raus. Mir geht's gut. Das glaube ich nicht. Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden... Mir geht's gut. Alles klar. Halt mal einen Gang runter. In Ordnung. Gehen wir. Wir nähern uns dem Signal. Die Final Echo-Soldatin ist in der Nähe. Ah. So, jetzt wieder.
Boah, da sind wir gekommen, das merkt man eindeutig. Hier sieht man die Wüste, wo wir verfolgt wurden, oder? Ja, da irgendwo wurden wir verfolgt. Und ja, schauen wir mal nach. Versorgungskapsel. Neu. Zugriff freischalten. Ja, man muss für jede Waffe den Zugriff erst freischalten, damit man mit der umgehen kann. Also schalten wir die gleich mal frei. Kapazität Upgrade machen wir auch gleich voll. Und kaufen wir ein Magazin noch. Da können wir ja uns zwei weitere Lagen kaufen und ein Magazin. Da ist noch nichts. Skillshot Datenbank. One-Hit-Wonder. Führe einen sauberen Hinrichtung durch, indem du einen Gegner mit nur einer einzigen Kugel tötest. Das ist eigentlich ziemlich einfach mit dieser Waffe, weil die extrem stark ist. Töte einen Gegner, indem du wiederholt auf dieselbe Körperteil auf denselben Körperteil schießt. Naja, so deutsch ist es auch nicht, aber okay. Töte einen Gegner, sobald du ihn erblickt hast. Ja, das könnten wir auch mit der hinbekommen. Töte einen fliegenden Gegner, sobald du ihn erblickt hast. Fliegenden Gegner erblicken? Meint ihr irgend so ein Helikopter damit oder was? Schaffe mindestens zwei schnelles Ziehen oder Knappschusskills in Folge. Das wird sehr schwer. Knappschusskills kann ich einzeln schaffen, aber zweifach wird ziemlich. Ja, es ist hintereinander ziemlich schwer. Entschuldigung für die Framerates, die sind gerade ein bisschen hoch. Ach, jetzt sind sie teilweise normal. Schaut euch danach. Dieser Ort ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Schaut euch das an, wie schön. Und da ist die Stadt. Und hier einfach nur geil gemacht. Wasser mit richtig Sonnenspiegelung, Einstrahlspiegelung. Ein echtes Lob an die Entwickler muss man da geben. Okay, dann benutzen wir da mal unsere Peitsche, um es runterzureißen. Das Teil fliegt nicht mehr drunter. Gut. Die Frames. Da will wohl niemand, dass wir herkommen. Oder dass irgendjemand anderes herkommt. Ich frag mich, wieso der Rotpunkt das so wie Öl springt. Das war davor noch nie so. Okay, aber kann man nichts dagegen machen. Scan der Gegend zeigt mehrere Gegner. An die Arbeit. Ab mit dir in die Hölle. Erledigt. Hat ich schon gerade gesagt, spüre den Zorn? Lol. Ich wette, hier gibt's irgendwo eine Bar. Ich könnte jetzt was trinken und... Wenn du eine Flasche auch nur ansiehst, werde ich dich kalt machen. Seht ihr diese Glühwürmchen? Ist das eine der 12 Schritte? Für jeden Schwarm, den wir töten, kriegen wir 500 Punkte. Also, fangen wir gleich mal an. Ich glaube, da muss ich ein bisschen näher... Ja, ich geh mal lieber näher hin. Weil so wird es, wie es aussieht, nichts. So, von hier wahrscheinlich. Nächster. 3. 4. 5. 6. Kammerjäger. Plus 500 Skillpunkte.